Gott sei Dank, Frank. Ausstattung der Zentrale römisch 11. Wand zu Balkon, innen mittig mit Tendenz nach oben. Leo von König, 1871 bis 1944, Maler der Berliner Sezession. Das Bild heißt Pärchen im Bohemcafé. Habe ich gesehen, ist mir aufgefallen in der Ausstellung Impressionismus, Expressionismus 2015 in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Geht ganz gerne in Ausstellungen, der Gott sei Dank Frank, so hin und wieder Malerei. Wenn ich dann in so einer Ausstellung bin, dann geht es mir oft so, dass ich mich mit einem Exponat, einem Gemälde besonders näher, intensiver beschäftige. Dahin, zu diesem einen, kehre ich dann innerhalb des Rundgangs durch so eine Ausstellung immer mal wieder zurück. Und bleibt er dann jeweils auch eine Weile, wechsle die Betrachterposition, mache auch mal die Augen zu. Wenn möglich, setze ich mich irgendwo in der Nähe mit Blick auf dieses eine Bild. Gerne an dieser Stelle eine Lektüreempfehlung. Thomas Bernhard, Alte Meister. Bei Impressionismus, Expressionismus 2015 war es das hier. Dieses Bild hat mich beschäftigt. Im besten Sinn angeregt. Fantasie, Gedankenflug, inneres Schweben, Bewegung von Flimmerhärchen, wohligen Schauer angestoßen. Erledigt solche Dienste zuweilen auch heute noch. Nebenher, wer oder was, da wen oder was aussucht oder findet, gemeint ist hier die kleinste messbare Einheit Zeit und oder Geschwindigkeit. Also und dabei der Versuch einer eindeutigen, zuverlässigen Markierung von Initiative. War es das Bild? War es Gott sei Dank Frank selbst? Wer zuerst, wer danach? Der Besten war aufgefallen, was meine Gefangennahme ausgelöst hatte und ich glaube, es war zum 59. Da gab es dann überraschenderweise das Bild aus der seinerzeitigen Ausstellung als Faksimile Geschenk für die Zentrale. Bei Recherche, Lektüre und Gesprächen über den von König und das Motiv des Gemäldes, das abgebildete Paar in dem Café, angelegentlich dessen hat Gott sei Dank Frank inzwischen noch ein wenig erfahren. Dies und das. Unter anderem, dass der Künstler einer gewesen ist, dessen bekannte Lebensgeschichte nahelegt. Zum Glück hatte er es nicht leicht. Einer, der in mehrerlei Hinsicht, wie man so sagt, reichlich und oft zwischen allen Stühlen gesessen haben muss. Die Rechtgläubigen aus der Irrtumsarena 17b stellen ihn seiner Freundschaft mit Breker wegen in die verfeme Ecke. Adolf Nazi konnte ihn aber, so steht es bei Wikipedia, nicht ab. Von König gehörte deswegen zu den in der Nazizeit in Deutschland mit Bann belegten. Anyway, dazu noch eins. Traurig genug, dass zum Zeitpunkt dieses Drehtermins Anlass besteht, hierfür Gelegenheit zu nehmen. Lob und Anerkennung für, ja auch, man muss sagen, Mut, was den Leo von König betrifft, ihn auszustellen an die Macher und Kuratoren der Ausstellung in 2015. Geschmack und Konzept, was die gesamte Ausstellung anbelangt, überdies 1A. Leo. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Schaue ich gern drauf hier in der Zentrale. Kann ich gut ab den Typen. Nachsatz. Alles geht besser mit Markenname. Gott sei Dank, Frank.